Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Es ist Sonntagmorgen, 1. Oktober und Entei ist weg, Suicune ist da. Ich erzähle euch gleich alles über Suicune, welche Attacken gut sind, welche Konter und natürlich die IV, wie viel WP der braucht für 100%. Davor gestern noch eine kurze Story über Entei, das letzte. Also, wir haben mal gestern Farm in Parsing, bisschen WP, bisschen Staub gemacht. Demnächst Update, wie viel Staub ich gemacht habe. Und da kamen halt ein paar Anti-Raids, einen muss man halt immer machen, den freien. Da waren zwei, die waren ein bisschen zu weit weg, da waren wir zu faul. Und dann kam einer direkt am Bahnhof. Und durch Missverständnisse haben wir uns da alle verpasst. Und ich und eine Freundin haben den halt nicht gemacht und die anderen halt schon. Ist zum Glück noch einer gekommen, den haben wir dann gemacht mit einer kleinen Gruppe. Aber sie musste halt noch einen machen für ihren Freund. Schaut da an dich, Tobi. Wir haben echt viel Stress gehabt, nur damit du auch einen Raid bekommst. Und irgendwie haben wir dann Leute gesucht und zwei Gruppen haben wir verpasst, die das gemacht haben. Und dann haben wir irgendwie die letzten Spieler zusammengekratzt für den letzten Entei, den es überhaupt gab. Und ich musste extra sogar wieder meinen zweiten Account auspacken, weil sonst hätten die es nicht geschafft. Ich spiele gerade Duel Links, mehr dazu demnächst. Nur damit die es halt schaffen. Oh, was ist hier los? Auf jeden Fall hat er den wieder beim ersten Mal gefangen. Erster Wurf, sogar Critical Catch. Richtig krass ist dieser Account. Der hat jeden Legendären bisher beim ersten Versuch gefangen. Und das war sogar das letzte Enter überhaupt. Und der hat ihn dann bekommen. Also ich glaube ein bisschen so an Schicksal und sowas. Also der Account wird doch nicht sterben. Aber das war nur so eine kleine Story über den Account. Also der wird doch nicht untergehen. Ab und zu werde ich den wieder auspacken. Das hat er sich echt verdient. Aber jetzt zu Suicune. Sind schon ein paar hier geschlüpft in München. Vielleicht mache ich hier in der Früh jetzt den hier, aber ich glaube nicht. Irgendwo in Parsing wird schon was gehen. Und dann morgen das Video über Suicune, wie ich meinen ersten hoffentlich fange. Erstmal hier die Counter. Oder? Nee. Fangen wir erstmal mit dem Wichtigsten an. 16, 13 bis 100%. Also es gibt diese Tabelle. Immer wenn ich die erwähne, fragen Leute danach. Ich weiß auch nicht, woher die Tabelle ist, aber in den ganzen WhatsApp-Gruppen wird die halt rumgeschickt und das ist halt so das Hauptmuster. Wenn man einen fängt, dann schaut man da immer nach. Wenn ich es halt jetzt einblende, dann ist es zu klein. Seht ihr nicht? Also ich habe leider keine Ahnung, woher die ist. Ansonsten würde ich die echt gerne verlinken für euch. Vielleicht, wenn es irgendjemand weiß, schreibt es unten in die Kommentare für die anderen. Aber auf jeden Fall 16, 13, 100% und Suicune eigentlich richtig schlecht. Super schlechte Attacken zum Beispiel. Er kann keine Wasserschnellattacke, nur Unlicht und Psycho. Und dann als Charge Move 3 Wasserattacken. Davon natürlich Hydro-Pumpe, wie immer das Beste. Also die anderen zwei Attacken, die Fast Attacks, da steht bei beiden DPS gleich, 10,91. Also denke ich mir, ist da die Attacke egal. Hängt wahrscheinlich vom Typ ab, den ihr haben wollt. Entweder Unlicht oder Psycho. Dann halt bei der Charge Move auf jeden Fall Hydro-Pumpe. Konter dagegen, Donner und Pflanze. Donner gibt es nicht so gute Pokémon. Es gibt Magneton, Blitzer, Ampharos und Zapdos. Wobei nicht alle unbedingt ein gutes Zapdos haben und das hochgepusht. Blitzer haben viele, aber Blitzer, also die meisten Donner-Pokémon halten nicht viel aus. Das ist das Problem der Donner-Pokémon. Dementsprechend würde ich eher Pflanze empfehlen. Und da gibt es halt Bisasflor und Kokowai. Beide bereits gemaxt bei mir. Habe ich ja gemacht für Aquana Solo Raid. Und jetzt kann man die auch gegen Suicune verwenden. Das Solarstrahl halt richtig, richtig saftig, richtig kranke Attacke. Zockt so viel ab. Denke mal, jeder hat ein paar gute Pflanzenangreifer. Ich weiß es nicht. Ich denke schon, also zumindest ich. Wobei, ich habe die auch nur extra für Aquana gemacht. Also keine Ahnung. Aber das war es. Echt nur eine kurze Info über Suicune. Ist jetzt da. 16, 13. Donner und Pflanze gut gegen ihn. Hat schlechte Attacken. Ist nicht so top. Also auf den freuen sich nicht so viele. Sieht aber cool aus. Ansonsten geht's raus. Fangt den. Und wenn ihr den habt, bisschen weiterfahren. Das Event ausnutzen. Ich bin in Parsing. Wir sehen uns. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.